Weltmeisterschaft. Weil ich immer so gassig bin zu dir. Ah, Marco, du bist ja ein Charmeur heute. Der will sich, glaube ich, einschleimen, bevor ich mich heute meiner Strafe stellen muss. Denn ich habe beim Tippspiel Deutschland gegen Mexiko falsch getippt und werde heute bestraft von den Köchen. Als allererstes möchte ich euch aber ganz herzlich willkommen heißen. Ich schaue hier so um mich, liebe Facebook-Fans, weil wir hier gerade live in Berlin sind und tatsächlich auf einem Messegelände und hier ganz, ganz viele Besucher um uns rum haben. Und natürlich alle mit einbinden wollen. Bei uns geht es heute um Proteine. Proteine, Proteine. Denn wir haben die Hana-Zwillinge heute bei uns und der Wind spielt auch schon mit. Und werden heute proteinreiche Rezepte natürlich wieder mit Ralf Jakomeit für euch gemeinsam mit euch kochen. So, und weil ich das natürlich wieder nicht alleine machen werde, möchte ich ganz sportlich Ralf Jakomeit und Hannes Rauscher bei uns im Studio, im Open-Air-Studio, willkommen heißen. Und dazu würde ich euch aufrufen, mal einen ganz kräftigen Applaus für Ralf Jakomeit und Hannes Rauscher. Herzlich willkommen. Servus. Hallo. Hallo, wir haben den Besuch hier noch ein bisschen überrascht. Es sammeln sich gerade alle so langsam um uns herum. Ihr dürft gerne zuschauen, das ist gar kein Problem. Wir sind auch heute für euch da und bekochen euch heute so ein bisschen. Genau so schaut's aus. Ralf, was machen wir heute denn? Du, wir haben ein Proteinfutter mitgenommen. Und zwar machen wir einen schönen Shake mit Bananen, ein bisschen am Eiweiß. Und dann haben wir schöne Zitronenverbene dabei, frische Zitrone, Kefir und Chiasamen. Und danach machen wir noch so einen Reispuffer, Hannes, oder? Ja. Und zwar haben wir da einen Reispuffer vorbereitet. Den werden wir ein bisschen mit Eiweiß aufschlagen, dass er ein bisschen fluffig wird. Dann machen wir einen schnellen gebeizten Lachs, ein bisschen Curryjoghurt drunter, Brunnengresse, ja, das Ganze noch ein bisschen gutes Olivenöl drüber. Und dann muss es richtig, knallt richtig beim Essen natürlich, ja, weil es lecker ist und vielleicht nützt es hier auch was. Ja. Brunnenkresse ist halt wirklich so, dass die wirklich Druck gibt beim Muskelaufbau. Also das ist erwiesen, Brunnenkresse ist da richtig gut mit dem Eiweiß zusammen, dass das hammergut funktioniert. Wir heute, liebe Leute. Ich rede jetzt auch in das große Mikrofon, denn so hört ihr uns auf jeden Fall besser. Natürlich muss man das Logo sehen, na ganz klar. Bitte. Logisch. Entschuldigung, ich hoffe, ihr könnt es auch lesen, sonst ist nicht spiegelverkehrt bei euch da draußen. Nein, wir werden uns heute natürlich mit den Hana Twins gemeinsam den Proteinrezepten widmen und dafür werden wir auch ihren Input am Ende brauchen. Aber als allererstes brauchen wir den Input von unserem Hauptpartner heute, nämlich Philips. Die werden uns heute wieder proteinreich und technisch unterstützen. Vor allem technisch, also Protein reicht nicht wirklich, das machen wir schon selber, aber technisch werden sie uns unterstützen. Also wir haben hier den Airfryer da und da werden wir dann einen gerösteten Brokkoli machen, einen wilden Brokkoli. Hannes, hast du mal ganz kurz einen wilden Brokkoli da? Das ist ein wahnsinnig geiles Produkt, Sabrina. Und zwar den nicht kochen, sondern einfach sauber rösten. Ich habe ein Messer da, wir könnten mal da ratzfatz so eine Frisur machen wie ich. Dass du was siehst. Und den wilden Brokkoli, den darf man nur mit ein bisschen King of Salt, Kokosblütenzucker und ein bisschen am Olivenöl verfeinern. Das Olivenöl eigentlich nur, um dass wir einen Geschmack reinbringen. Und dann kommt das Ganze hier rein und lassen wir das 5 Minuten bei 180 Grad rösten und dann schmeckt es richtig gut. Wobei, du kannst es auch schon roh essen. Beim Ralf, egal was der mir anbietet, da beiße ich fast immer zu. Lach nicht so gehässig. Ja, doch. Nein. Doch. Aber was besonders schön ist natürlich bei unserem Airfryer ist, dass er fast ohne Fett, beziehungsweise sogar ohne Fett auskommt, wenn man das möchte. Das habe ich ja gesagt. Also wir brauchen wir eigentlich das Olivenöl nicht, sondern nur wegen Geschmack. Das hat nur einen Geschmack, mit dem Geschmack zu tun. Genau, hier wird nämlich nicht mit Fett frittiert, sondern tatsächlich mit Heißluft. Und wir wollen natürlich uns auch noch an anderen Produkten widmen. Wir haben nämlich hier noch einen Tischelektrogrill von Philips und einen Hochleistungsmixer. Ja, das ist richtig gut. Also der Tischgrill, was da lässig ist, wir brauchen die Runde. Hier ist windig, nur mal ganz kurz zur Info. wir brauchen die glatte Fläche für unsere Puffer, was wir machen. Aber kommen wir ein bisschen näher. Schau, Olga. Wir können das Ganze drehen und dann haben wir hier ein sauberes Riffelmuster für Steaks oder Fisch oder wie auch immer. Ist gar nicht schlecht. So, dann schalten wir schon mal ein.
Was machen wir? Drei? Vier? Drei. Ja, drei. Passt. Drei. Dann schauen wir mal, wie warm das wird. Ja, und der Hochleistungsblender, das ist eh klar. Das machst gehst du mal drüber. Genau, dann haben wir unseren Blender mit dabei, wo wir natürlich unseren Proteinshake drin mixen. Ja. Hat genug Power, dass er das alles klein kriegt. Selbst die Eier samt der Schale, oder? Samt die Eier. Eier samt die Schale. Also das ist wirklich enorm. Ja, der 42.000 Umdrehungen, also da kannst du ein Handy reinschmeißen, da bleibt auch nichts mehr übrig. Also das ist extrem, wie der tut. Ihr habt mich überzeugt. Aber damit wir die Produkte jetzt auch noch gleich richtig im Einsatz sehen, Entschuldigung, mir hängt der Brokkoli noch so ein bisschen trocken in der Hals- und Speiseröhre. Brauchst du einen Schluck Olivenöl? Ein kurzer Schluck Olivenöl hilft mir auf jeden Fall. Und in der Zwischenzeit hole ich unsere Gäste zu mir ins Studio. Sie leben für das Laufen und für den Marathon bis zu einer kurzen Verletzungspause von einer der zwei Schwestern. Und ihr merkt, es geht hier um zwei Personen, und zwar Zwillinge. Zu mir ins Studio hole ich jetzt gleich die erkorenen Läuferinnen und passionierten Läuferinnen, die sich dem Marathon oder die ihr Leben dem Marathon gewidmet haben und die ich jetzt ganz herzlich bei uns zur Eiweißsendung begrüßen werde. Herzlich willkommen, Lisa und Anna Hanna. Ihr kommt von hinten, Mensch! Hallo, schön, dass ihr da seid. Jetzt machen wir mal ganz kurz einen Ton jetzt mit euch. Kurze Frage an die Regie. Hört ihr die zwei? Ihr müsst es mal kurz A und B sagen. A. Und L. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch. Schön, dass ihr heute da seid. Eigentlich hättet ihr fast mit Deutschland-Hymne einlaufen sollen, oder? Bei den Deutschlandspielen aktuell? Ja, absolut. Und im Deutschland-Trikot. Also bei uns ist Lisa immer die Wettmeisterin. Also wenn ich habe Schweden-Deutschland richtig getippt. Ich habe gesagt, Schweden geht 1-0 in Führung. Deutschland gewinnt 2-1. Jawohl. Und hat... Großartig, was ist gekommen? Ehre, Ruhm und Ehre. Völlig richtig. Also du hältst dich da ein bisschen zurück beim Tippen. Ja, also es war eine Anfrage von unserer Lokalzeitung, habe ich an Lisa weitergegeben im Namen von uns beiden und habe dann halt überall gesagt, so, wer hat richtig natürlich gesehen? Die Zwillinge. Richtig. Ich brauche noch ein paar Einfälle für das nächste Spiel gegen Südkorea. Weil sonst werde ich nämlich später wieder... Ich bin bestechlich. Sehr gut. Dann, naja, aber dann müsst ihr bei der nächsten Sendung wieder da sein und auch die, falls nicht gewonnen wird, wir gewinnen, ja. Also ja. Leg mich fett. Genau. Weil wir beim Thema Eier sind. Das sind Eier. Damit widmen wir uns dem ersten Rezept, hätte ich gesagt, lieber Ralf. Jawohl. Erklär uns doch mal ganz kurz, was in unser erstes Rezept reinkommt. Was ist es denn? Wir machen den gebeizten Lachs. Mhm. Also der Lachs, der ist so topfrisch, diese Sashimi-Qualität, den bräuchte man eigentlich gar nicht beizen, Hannes, oder? Nee, also den kannst du eigentlich wie beim Sushi eigentlich so roh aufschneiden. Beim Weizen ist ja generell sowieso so, dass man eigentlich ein bisschen mehr Zeit bräuchte, als wir jetzt in unserer Sendung zur Verfügung haben. Ja, also sprich, normalerweise sind es so 24 Stunden Weizen, ja. Es gibt da 12 Stunden Weizen. Also unterschiedlich, je nachdem, wie hoch der Salzgehalt ist. Aber wie gesagt, wir haben einen topfrischen Lachs, deswegen geht es relativ zügig. Ja, wir marinieren den jetzt bloß schnell und schneiden dann später frisch auf. Okay. Dazu haben wir schon vorbereitet ein bisschen eine Gewürzmischung aus Kokosblütenzucker. Dann haben wir Gewürzsalz haben wir genommen. Dann Senfkörner, ein bisschen Wacholder habe ich reingemacht und Lorbeerblätter. Und da werden wir jetzt einfach hergehen und werden wir unten rein ein bisschen was von der Mischung drunter machen. Ja. Ganz kurze Zwischenfrage, wie vom Fang bis zur Ausgabe, wie lange kann man Fisch tatsächlich roh essen? Also was würdet ihr so Pi mal Daumen empfehlen? Was die wenigsten wissen, dass die meisten Fische sowieso alle schockgefrostet sind. Du kriegst ganz, ganz selten wirklich frischen Fisch. Also da musst du wirklich an der Küste sein, am Hafen, dass du den kriegst. Alle anderen Fische sind schockgefrostet. Es ist so. Und damit ist es kein Problem, weil beim Schockfrosten passiert ja nichts Schlimmes. Also es wird bloß der Verwesungsprozess unterbrochen. Ja, und somit kannst du allerweil topfrisch essen. Also wenn ich sage, der Lachs ist topfrisch, der ist gefangen worden und der ist an Ort und Stelle, hat der eine auf die Mütze gekriegt, ausgenommen worden. Vor der Leichenstarre ist der noch schockgefrostet worden. Also frischer geht's gar nicht. Okay, und jetzt Hannes, du noch ganz kurz zum Abschluss. Ja. Gab es ganz noch kurz einen Teil des Rezepts, den wir noch nicht vorgestellt haben? Hannes hat das jetzt alles so vorbereitet. Genau, also wir haben unten die Gewürzmischung drin. Dann habe ich jetzt ein bisschen einen gehackten Dill oder grob geschnittenen Dill drauf gemacht.
die orangen Limetten-Zitronenscheiben. Ja, dann gebe ich nochmal ein bisschen Salz drauf, dass das aus die Zitrusfrüchte rauszieht. Ja, dann machen wir unseren Lachs drauf und das Ganze packe ich jetzt von oben nochmal drauf. Also sprich nochmal ein bisschen Salz, nochmal Limette und Zitrusfrüchte und nochmal ein Dill. Und dann lassen wir das jetzt einfach stehen, bis wir soweit sind und das Ganze anrichten. Dann tatsächlich auch, wird das dann tatsächlich roh geballt serviert? Oder? Ja, okay. Genau. Wir schneiden es dann her noch ganz dünn auf, ist ein Gravid-Lachs. Ja, und legen es auf unsere Reiscracker drauf. Sehr fein. Mögt ihr Fisch? Ja. Ich hoffe es. Wir lieben es. Ist das wahrscheinlich auch so ein absolutes Protein-Power-Geheimrezept, oder? Richtig. Fisch. Ja, absolut. Super Fettsäuren auch und Protein und mega lecker. Ja, beim Lachs ist es halt auch mit der Omega-3-Fettsäuren ist halt wahnsinnig gesund und gut. Genau, das können wir euch nur nahelegen und empfehlen. Jetzt nochmal ganz kurz für die Zuschauer, weil ihr habt eure Namen so schön verdeckt. Hier drüben steht Anna, genau, und hier steht Lisa. Ich habe extra ganz große Ohrringe angezogen, damit man das von Weitem sehen kann. Ihr kennt uns. Die waren ja schon mal da, die ein oder anderen erinnern sich bestimmt. Herzlich willkommen an die neuen Zuschauer. Wir haben heute die Hanna im Studio. Und ihr habt aber News insofern, als dass ihr natürlich ganz viele tolle, erfolgreiche Projekte seitdem abgeschlossen habt. Zum anderen, liebe Anna, ist dir aber auch was passiert vor ungefähr einem halben Jahr, richtig, was deine Laufkarriere erstmal einen kleinen Dämpfer versetzt hat, richtig? Ja, genau, Verletzungen. Und das ist aber das, was irgendwie im Hochleistungssport dazugehört. Also, weil das eben kein Gesundheitssport ist, sondern auf Messerschneide. Genau, auf Messerschneide sozusagen, Training im Grenzbereich. Und das ist immer gut, wenn man unter der Grenze bleibt, aber manchmal ist man dann halt auch drüber. Und dann ist aber gerade gut, dass man ganz viel Fisch isst, weil das regenerationsfördernd ist, dass man möglichst schnell dann wieder fit wird. Ganz, ganz toller Tipp. Vielleicht hast du noch irgendwelche anderen, vielleicht auch Motivationstipps. Wenn man sich so ein Ziel, das muss ja gar nicht unbedingt was mit Sport zu tun haben, sondern irgendein Ziel gesetzt hat im Leben und dann aber merkt, jetzt gab es einen Rückschlag. Wie kann man sich selbst wieder aufraffen und motivieren? Wie hast du dich wieder motivieren können nach deiner Verletzung? Ja, wir haben so einen Satz, das heißt, oder die Frage lautet nicht, wie umgehe ich Rückschläge, sondern wie gehe ich damit um? Also, dass man einfach sich bewusst wird, okay, das ist jetzt irgendeine Herausforderung und die bringt mich weiter. Also, auch wenn es im Moment dann irgendwie vielleicht blöd oder schwierig oder schlecht ist, macht das irgendwas aus einem und hilft einem dann in Zukunft. Und ja, deswegen sind wir immer der Ansicht, dass es für irgendwas gut ist und die positive Grundeinstellung hilft dann auch. Ja, und wir hören uns dann so Erfolgsgeschichten an und hören uns nicht an, ich war auch schon verletzt und das hat so und so lang, sondern wir schauen uns an, Lindsay Vonn, die war schon so oft verletzt und die ist so stark zurückgekommen und von so Geschichten lassen wir uns inspirieren. Und ja. Da können wir heute alle noch ein gutes Stück dazulernen und uns alle inspirieren lassen. Wie warst du für dich auf einmal ohne deine Schwester laufen zu müssen? Sie ist ja viel Rad gefahren, aber dann seid ihr doch davor auch sehr, sehr viel zusammengelaufen. Da musstest du ja quasi weiter alleine laufen. Wie hat sich das angefühlt und wie hast du dich dazu motiviert? Ja, das kam ja leider schon immer mal oder häufiger vor, dass wir dann nicht zusammen trainieren können. Es ist schön, dann lernt man es wieder mehr zu schätzen, wenn man dann wieder zusammen laufen kann. Also und so. Ja, das Gute ist, dass wir dann nicht so, oh, du kannst laufen, sondern man sagt dann, hey, viel Spaß und wie war's? Und ja. Das ist ein schöner Moment. Sehr, sehr gut. Jetzt helft Ihnen mal. Ich glaube, das wäre ein bisschen ärgerlich mit mir. In der Zwischenzeit gehe ich mal ganz kurz zu Christina, denn wir haben natürlich heute wieder unsere Social Media Expertin bei uns im Freiluftstudio. Liebe Christina, du bist heute bei uns und bist auch wieder verantwortlich für unsere Social Media Facebook Community, richtig? So sieht's aus. Wir wollen ja heute wieder ganz interaktiv auf Fragen antworten und ich bin schon ganz gespannt, was euch heute ganz besonders interessiert. Und du kannst direkt die Fragen an uns weiterleiten, kannst aber auch direkt reagieren, bist also quasi mit einem ganzen Social Team bei dir im Rücken drauf und dran, die Fragen zu beantworten. Und ja, wie ihr uns löchern wollt, könnt ihr uns löchern. Auch gerne an die Hanna Twins. Gibt es denn schon irgendein Thema, das die Leute besonders bewegt? Ja, also das ist ja oft so, wenn man dann gekocht hat, dann geht es ja ans Aufräumen, ne? Und Putzen. Und ganz viele möchten denn wissen, wie man den Mixer denn am besten sauber bekommt, ob der Spülmaschinen geeignet ist. Sehr gute Frage, nehme ich gleich mal mit. Lieber Ralf, es kam schon wieder die erste Putzfrage an dich. Putzfee! Das fragst du an mich. Du machst ja hier immer das Studio und die Küche sauber, nachdem du dich hier ausgebreitet hast und gekocht hast und gespritzt hast.
nackt machen. Nein, kein Kopfkino, nur Ralf. Mein Spitzenschürzchen. Nein, um Gottes Willen, Leute. Es ist jugendfrei, keine Sorge. Ja, beim Putzen schaut er keiner mehr zu, außer dem Hannes. So. Ja, genau. Aber jetzt zum Thema Geräte putzen. Ja. Wie macht es denn bei unserem Hochleistungsmixer? Also zum einen hat er natürlich sehr viele Umdrehungen, das heißt, da wird sehr viel gespritzt und da passiert sehr, sehr viel in dem Gerät. Wie machst du den sauber? Also, ich bin ja immer einer, der die Messer nie in die Spülmaschine tut. Weil Messer gehören nicht in die Spülmaschine. Also sie sind zwar geeignet, aber man sollte es nicht. Also ich würde die Einheit einfach runterschrauben. Okay? Und den Rest gebe ich alles in die Spülmaschine. Diese Einheit über dem fließenden Wasser austrocknen lassen. Und dann baue ich das ganz einfach wieder zusammen, wenn es braucht. Und schon ist der Lack fertig. Also schneller kannst du also wirklich nicht putzen. Sollte machbar sein, liebe Leute. Genau. Ne? Auch die Messer sind Spülmaschinen geeignet, aber wie gesagt, Messer gehören nicht in die Spülmaschine. Höchstens die Schwiegermutter, aber nicht die Messer. Die Schwiegermutter gehört in die Spülmaschine. Ja, also das ist so. Das muss man jetzt mal kurz erklären, Ralf. Sehr weit hergeholter Vergleich. Okay, alles klar. Da hast du dich jetzt aber gut rausgeredet. Ja. Ich gehe mal noch mal kurz zu Christina. Die kann sich, glaube ich, ein bisschen besser ausdrücken in der Situation du als du. Liebe Christina, wir stellen uns wieder einem Zufallsrezept, richtig? So sieht's aus. Wir haben wieder haarsträubende Rezepte, würde ich sagen. Stell doch mal ganz kurz vor. Haarsträuben passt ja zu heute. Genau, wir haben einmal Rindfleisch, Reis, Tomaten, Johannisbeeren und Avocado zusammen. Dann Lachs ist ja heute auch das große Thema mit Banane. Da kam auch eine Frage, was sollen denn die Bananen hier im Studio? Ja, Zufallsrezept! Genau. Paprika, Pizzateig und Mozzarella noch dazu. Oder möchtet ihr Schweinefilet mit Quark, Spinat, Käse und Keks? Dafür dann den Herz-Smiley. Mhm. Oder als letzte Möglichkeit gibt es noch Eier, Artischocke, Kirschen, Kartoffeln und Haferflocken. Und dafür dann den Staunsmiley. Vielen lieben Dank fürs so Vorstellen. Ich werde mal ganz kurz zu Ralf gehen. Der freut sich bestimmt schon auf seine Herausforderung mal wieder. Denn für dich geht es jetzt gleich wieder richtig zur Sache. Du musst dich gleich wieder dem Zufallsrezept stellen. Und ich würde sagen, wir lassen die Zeit laufen für 2 Minuten und die Leute haben Zeit, jetzt abzustimmen. Und die Zeit läuft. Was für einen Favoriten? Zeig bloß drauf. Ich hätte tatsächlich einen Favoriten, weil ich einfach der Typ dafür bin. Ich esse gerne diese Sorte Fleisch. Ja, also ich bin tatsächlich für den Lachs-Smiley, Rindfleisch. Die sind ja alle sehr human. Es geht ja jetzt um Proteinrezepte, ne? Ja, ja. Meistens schmecken ja Proteinrezepte. Also die größte Herausforderung haben wir heute mit der Outdoor-Küche. Ja. Also das ist schon eine kleine Herausforderung, aber... Aber lieber Ralf... Ich schaue jetzt mal, was die Buben drüben haben, die nebenbei da ein bisschen Fingerfood machen, weil vielleicht... Aber helfen lassen darfst du dir nicht. Nee, ich lasse mir ja nicht helfen. Ich nehme das, was fertig ist und dann ist alles drin. Aufgepasst. Ich passe schon auf, Leute. Keine Sorge. Ihr habt jetzt Zeit abzustimmen. Oh, der Curry riecht. Und zwar mit eurem Lieblings-Smiley. Ja. Das riecht sehr, 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 sehr fein. Ist der Curry geil. Wir haben aus der Redaktion Rezepte für Ralf zusammengestellt, die er in 13, oder eines dieser Rezepte muss er in 13 Minuten kochen, so, dass es unseren Gästen hier schmeckt oder zumindest 4 Gästen schmeckt und die einen Daumen nach oben geben. Aber Ralf, das ist gar nicht so schlimm, wenn du es nicht schaffst, weil du hast es bisher immer geschafft und ich will dich tatsächlich gerne mal verlieren sehen. Wie du damit umgehst, wenn du es nicht schaffst, wenn du einfach mal einer Aufgabe nicht gewachsen bist. Du weißt schon, dass du mit deiner Aufgabe nach meiner Aufgabe dran bist. Und ich habe 2 verschiedenen Varianten von dem Chili. Ach so. Ich will dich ja nicht unter Druck setzen, aber... Ach so, das heißt, ich muss dich jetzt verwöhnen. Nee, du hast mir heute deine Haare schon geliehen, das ist alles so. Das stimmt, bei mir auf dem Livestream gab es heute Ralf mit langen Haaren. Falls ihr vorbeigucken wollt, könnt ihr gerne bei Instagram vorbeigucken, da seht ihr Ralf mit langen Haaren. Das hat auch so noch keiner gesehen vorher. Also es ist wirklich nur eine Kombination dabei, die ekelhaft ist. Und das wäre? Also, nee, sag ich nicht. Sag? Also was echt schwierig ist, das wäre die hier. Der Trauersmiley. Lachs, ist, Banane, ja. Paprika, Pizzateig und Mozzarella. Das wäre eine Pizza mit Lachs und Banane. Ja, also die Banane stört mich da ganz enorm. Wäre interessant. Wäre auf jeden Fall interessant. Interessant ist. So, ich glaube, die Zeit ist rum. Ich habe kurz nach hinten gespickt. Die Zeit ist rum. Ich bin ganz gespannt. Ich gehe schon mal hier auch, genau, der Hannes, der steht auch schon bereit. Ja. Hannes, du hilfst mir beim Zusammensuchen der Zutaten, oder? Natürlich. Natürlich. So.
ich gehe zur Christina, denn die sagt mir jetzt wieder, wie wir den Ralf heute so ein bisschen quälen werden, liebe Christina. Ja, und wir quälen ihn, würde ich sagen. Es tut mir leid, Ralf. Dein Nicht-Favorit ist es geworden. Unsere User hat mich wirklich interessiert, wozu die Banane da ist. Genau, ich lese noch mal ganz kurz vor. Lachs, Banane, Paprika, Pizzateig und Mozzarella. Das alles muss Ralf jetzt in ein Rezept verarbeiten, so dass es am Ende schmeckt. Ich bin gespannt, wie er das macht. So, und lieber Ralf, weg, 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 Hände weg, Hände weg. Und die Zeit läuft für 13 Minuten. So, er hat jetzt 13 Minuten Zeit. Liebe Anna, hättest du irgendeine Idee, was du jetzt da draus machen könntest? Ich glaube, ich würde einfach alles auf den Pizzateig hauen. Oder dann vielleicht, und dann rollen. Aber rollen. Ja, genau, dann so an. Ja, genau. Oder Calzone-Rap-mäßig. Ich finde gebackene Banane mega lecker. Ralf, kannst du dir da auch Inspiration holen? So ein Pizza-Rap vielleicht? Ich hab's ähnlich vor. Tatsächlich? Wir liegen halt auf einer Wellenlänge, ne? Unter sich. So ist es. Ist das dann aber noch proteinreich? Was wäre daran jetzt noch proteinreich? Banane ist der beste natürliche Recovery-Energieriegel sozusagen, den man essen kann. Deswegen gibt's den auch bei allen Läufen. Im Marathon kriegt man Banane gereicht. Also, die schmeckt nicht nur gut, sondern die ist tatsächlich noch richtig wichtig und voll von Vitaminen, Mineralien und Kalzium und genau. Sehr, sehr fein. So, Hannes, können wir uns schon dem nächsten Rezept widmen? Dann komme ich mal zu dir. Was willst du als nächstes machen? Ich glaube, als nächstes stand doch der Reiseiweißpuffer an. Jawohl, sehr gut. Da können wir jetzt gleich mal anfangen. Und zwar müssen wir da auf unser... die Waage müssen wir ja noch explizit erwähnen. Ja. Haben wir ja müssen heute. Wir nicht, wollen wir, doch. Lieber Hannes. Denn die ist nämlich... Sie ist erwähnungswert auf jeden Fall. Und zwar ist die wasserdicht. Und zwar so wasserdicht, dass sie in die Spülmaschine kann. Und das ist... mal ganz kurz rausstellen, ja, diese Waage ist spülmaschinenfest. Wie geil ist das denn? Oder? Endlich! Da denkt sich jeder so, ja, warum kam da keiner früher drauf? Okay. Also richtig einsauen, ja. Richtig einsauen, Spülmaschine auf, rein, zack und das Ding wird wieder sauber. Das ist natürlich sensationell, ne? Genau. Wir sauen es heute nicht ein, weil wir sagen, können wir sauber arbeiten, ja. Aber trotzdem brauchen wir einmal die überprüfe ich fein nach der Show, ne? Ob das wirklich stimmt, dass ihr sauber gearbeitet habt. Jetzt brauchen wir hier bitte mal 400 Gramm von dem Reis. Genau. Der ist schon vorgekocht, genau. Weil der muss natürlich kalt sein, weil wir wollen ja da jetzt dann gleich das geschlagene Eiweiß drunter machen. 400, ja. Das macht sie gut, die Lisa, oder? Hier auch. Die Lisa hier die auch. Die Lisa. Die Lisa. Eigentlich für Tricks gegen den Kugelarm? Gegen Kugelarm? Ja, wenn du die ganze Zeit, wenn du die ganze Zeit so machst. Eine Trainingsgeschichte. So wie die zwei laufen können, bis ja, wo ich wahrscheinlich schon auf 20 Meter stehen bleibe, kann ich halt Eiweiß aufschlagen wie ein Weltmeister. Genau, das lassen wir so stehen. Haben wir mir nur eine Schüssel dazu, zufälligerweise? Eine Schüssel abreißen. Ja, bitte. Ich weiß nicht. Das ist sehr lieb. Auf Kalt spielen. Also wir haben den gekochten Reis, ja. Und damit es natürlich auch ein bisschen nach was schmeckt, haben wir hier in der Mühle ein bisschen Kardamom drin. Oh. Weil Reis und Kardamom passen natürlich immer sehr gut zusammen, ja. Dass man... Das ist ja gar nicht meine Schüssel. Also eigentlich darf er sich nicht helfen lassen, das weißt du, ne? Das war der Wind, ich der den Kardamom in den Lachs getrieben hat. Und ein bisschen gerösteten Knoblauch machen wir noch dran. Den nehmen wir mir einmal gerne her. Lecker. Stimmt, ist das mal bei geröstetem Knoblauch nicht nach Knoblauch riecht? Jawohl. Gut aufgepasst. Darf ich probieren? Warum ist es so? Kannst du das erklären, Hannes? Warum man bei geröstetem Knoblauch nicht nach Knoblauch riecht? Weil die ätherischen Öle, die immer guten Tag sagen, die sind immer drin. Die immer guten Tag sagen. Am nächsten Morgen. Die küssen dich wach. Okay, und was kommt sonst noch rein? Das geschlagene Eiweiß dann. Ja. Und ein bisschen King of Salt Chili werde ich noch nehmen, damit wir ein bisschen Pep drin haben einfach. Wie viele Eier gibt es denn bei euch eigentlich so in der Woche? Also das ist ja auch so wirklich nicht nur Eiweißlieferant, sondern auch da sind natürlich ganz, ganz viele Vitamine etc. drin. Wie viele Eier esst ihr so in der Woche ungefähr? Wir haben schon einen großen Verbrauch und vor allem immer bei unserer Family sind, unsere Oma hat Hühner und genau, also da
Ja, so 2-3 Eier am Tag geht's dann schon, wenn wir schon da sind. Ja. Die armen Hühner. Die müssen dann immer besonders die haben grün richtig für euch. Gut, ja, die füttern wir mit frischem Salat und ja. Bei der Hana-Oma geht's den Hühnern gut, ja, auf jeden Fall. Grüße an Oma Elfriede. Ja, genau. Grüße an Oma Elfriede. Da ganz herzlich an der Stelle aus Berlin. Wo wohnt die? In der Rhön. Okay, alles klar, sag ich nicht nochmal. So, wir widmen uns jetzt, lieber Ralf, du hast ja dann noch so eine kleine Überraschung für mich, ne? Ja. Wir widmen uns, glaube ich, wieder meinem WM-Tipp an der Stelle, denn ich weiß gar nicht, wo der Stift ist. Hat der jemand liegt unterm gesehen? Brett. Ah ja, der liegt unterm Brett, das ist gut. Dankeschön. Ich muss, weil ich ja so toll beim letzten Mal getippt habe, und eigentlich ja auch richtig getippt habe für 1-0 Mexiko, das dann aber halt wieder durchgestrichen habe aus irgendeinem Grund und dann 1-0 für Deutschland getippt habe, muss ich jetzt das nächste Spiel tippen gegen Südkorea, weil ich das so toll kann, weil ich so ein Profi bin. Ich schwanke, liebe Leute. Ich schwanke zwischen 3-1 für Deutschland und 2-0 für Deutschland. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren noch ein paar Tipps geben, wie ihr tippen würdet. Vielleicht kann ich mir da noch ein bisschen was abgucken. In der Zwischenzeit, lieber Ralf, schüttel gar nicht so mit dem Kopf. Du holst ja auch dauernd Hilfe hier bei deinem Zufallsrezept. Nee, in der Zwischenzeit, kommt mal ganz kurz mit, zeige ich euch nämlich, was ihr jetzt gewinnen könnt. Denn ihr könnt gegen mich tippen. Nicht nur ich kann jetzt tippen. Ich habe zwar nichts zu gewinnen, ich habe nur zu verlieren, wenn ich falsch tippe. Aber wenn ihr richtig tippt, könnt ihr jetzt auf koch-mit.de/tippspiel einen von drei dieser Saugroboter von Samsung gewinnen. Das Ganze ist auch unterstützt von Samsung und wir freuen uns ganz besonders, euch diese limitierte Auflage von Saugrobotern präsentieren zu können und zum anderen zu euch nach Hause schicken zu können. Ihr könnt also bei unserem Tippspiel gegen mich tippen und unter den Richtig-Tippern werden dann drei dieser Geräte verlost. Vielleicht hole ich mir noch mal ganz kurz einen Tipp bei der Christina ab, bevor ich meinen finalen Tipp abgebe. Haben da die User denn vielleicht auch schon mal so ein Rat abgegeben, wie ich denn tippen sollte? 3-1, 2-0? Haben sie? Sie sind sehr optimistisch. Also nach dem überraschenden Spiel am Samstag sind jetzt alle voll auf WM-Kurs. Und sie glauben schon, dass Deutschland hoch gewinnen wird. Okay, hoch. Mhm. 3-1, 2-0. Ja, so 3 wird hier öfter getippt. Okay, dann vielleicht gehe ich auf die 3. Sehr, sehr gut. Aber liebe Christina, was ist ja eigentlich, das will ich eigentlich gar nicht fragen, aber ich muss fragen, schreibt mir gerade die Regie ins Ohr, dass ich ja eigentlich bestraft werden soll, wenn das dann nicht richtig ist. Und da hast du, glaube ich, so 4 Strafen für so mich, aus denen ja dann die User jetzt auswählen können, habe ich gehört. Was ich machen muss. Ja, du hast deine erste Strafe noch nicht mal angetreten. Jetzt kommt schon die nächste. Ne? Wir sind richtig gemein zu dir. Ja. Heute richtig gemein. Läuft es aber ein bisschen anders. Es ist quasi. Genau, ich mische das jetzt. Ach so. Und dann darf eine von den Hana-Zwillingen. Was sind denn meine Aufgaben? Mal ganz den, kurz so. Ich muss ja mal ganz kurz wissen, ja, mit was ich mich hier stelle. Also ich finde, diesmal sind wir nicht ganz so fies zu dir. Okay. Also, entweder musst du nächstes Mal die gesamte Sendung im Morph-Suit moderieren. Mit Mütze an oder ohne Mütze? Erkennt man mich noch? Ich glaube, wir wollen dein Gesicht schon sehen. Alles klar. Aber also das ist ja nicht nur ein Onesie, sondern das ist ja eng anliegen. Das ist ja richtig das Haut. Ist interessant, ja? Zweite Haut, ja. Okay, genau. Alles klar. Ja. Und wo wir schon bei Outfit sind, die zweite Möglichkeit wäre, dass Ralf vorher dein Outfit zusammenstellt. Als Ralf soll mein Outfit zusammenstellen. Was soll dabei denn rauskommen? Ralf, ja, mal schauen. Ne? Was ist denn so dein Lieblingskleidungsstück an mir? Lach nicht so hämisch. Ich finde das gut. Alles klar. Und die letzten zwei? Ja, dann wäre noch eine Möglichkeit, dass du die Rezepte alle tanzen musst für uns in der nächsten Show. Ich tanze Rezepte? Okay. Also wie das geht, keine Ahnung, aber ich denke, du bist da sehr kreativ. Nicht, dass ich es gelernt hätte, aber ich werde mich dann schulen, ja, oder? Und das Letzte ist mein Favorit, denn das würde heißen, dass du uns allen Kuchen mitbringst in die nächste Show. Ich muss Kuchen backen für die Gäste. Alles klar, okay. Mhm. Und wie werden wir das jetzt entscheiden, was ich machen muss, wenn ich falsch tippe? Ja, es wird jetzt eine Glücksfee geben. Die einmal bitte zieht. Es gibt eine Glücksfee. Du willst Glücksfee sein, perfekt. Oh Gott, liebe Anna. Ich bin eine gute Glücksfee. Ich hoffe's. Du warst nicht gut im Tippen, war das nicht so? Nee.
gespannt. Ich muss tatsächlich Rezepte tanzen. Ja. Alter Schwede. Hast du noch ein bisschen Zeit tanzen. Zu üben? Und mit Ralf. Ralf werde ich dann auch mit einbinden in meine Choreografie. Mal gucken, wie man Rezepte tanzt. Ganz oder genau. Ralf? Du kannst mir genauso einbinden, wie du mir immer hilfst. Wir werden sehen. Also ich gebe jetzt meinen Tipp ab und mein erstes Bauchgefühl, liebe Leute, schreibe ich jetzt hier drauf. Wenn der Stift aufgeht, so. Ich gestehe den Südkoreanern irgendwie ein Tor zu und hoffe, ihr könnt es erkennen, ich tippe 3-1 für Deutschland fürs nächste Spiel. Und falls das nicht stimmen sollte, dann muss ich mich wieder einer Strafe stellen. Heute muss ich mich einer ganzen Chili stellen und in der nächsten Sendung müsste ich die Rezepte tanzen. Wenn das nicht stimmt. Ich hoffe mal, dass es stimmt. Was sind das für Kreuze? So, lieber Hannes, das zweite Rezept haben wir abgeschlossen, oder? So gut wie. Also, wir haben jetzt die Reis-Eiweiß-Puffer, ja. Wir haben sie natürlich noch nicht abschließen können, weil der Grill noch belegt ist. Der ist ja in vollem Einsatz hier. Was, was lagert da gerade drauf? Ein vermeintliche Lachspizza oder sowas. Oder sowas, sagt der andere Koch. Lieber Ralf, wir brauchen unseren Tischgrill von Philips. So. Das kriegen wir dann schon. Also wie gesagt, das ist Reis, dann mit dem Eiweiß, ja, was wir aufgeschlagen haben. Dann habe ich es ein bisschen abgeschmeckt mit frischem Kardamom aus der Mühle, ein bisschen King of Salt Chili, ein bisschen King of Salt Asia Limette und ein bisschen gerösteten Knoblauch, ja, dass wir einfach schon ein bisschen einen Grundgeschmack mit drin haben. Und dann Eigelb haben wir noch reingemacht. Genau, ein Eigelb oder zwei Eigelbe haben wir noch reingemacht, einfach damit wir ein bisschen eine bessere Bindung haben. Ja. Ich wollte gerade fragen, mit was bindet man jetzt Reis auch in diesem Fall ein? Im Endeffekt würde sogar das Eiweiß reichen. Ja. Also wenn man auf die Kalorien noch komplett verzichten will, ja, dann kann man natürlich das Eigelb weglassen. Wir sind ja sehr figurbetont hier. Genau, aber rein vom geschmacklichen Aspekt her ist nie verkehrt, wenn ein Eigelb mit dabei ist, weil Eigelb und Eiweiß gehört immer irgendwie zusammen. Logischerweise. Kommt und bei euch, wenn ihr Eier macht, Eigelb mit rein? Ja. Ja. Okay, da siehst du. Auch ja. Geschmack. Eben. Und dann haben wir jetzt nebenbei noch das Curry-Joghurt gemacht. Genau. Und zwar haben wir einfach einen ganz normalen Joghurt ein bisschen glatt gerührt. Ja. Und der Ralf ist fast fertig. Deswegen muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Komm aber gleich wieder zu dir. Ist er. Er ist fertig. Okay. Dann, liebe Gäste, die jetzt gerade zuschauen, einen ganz kurzen, schnellen Applaus für den Ralf, denn er hat es schon mal in der vorgegebenen Zeit geschafft, aus Banane, Lachs und Paprika und Pizzateig und Mozzarella irgendwas zu zaubern. So, jetzt gucken wir mal noch, ob das schmeckt. Das werden jetzt ein paar Freiwillige oder Nicht-Freiwillige testen. Da werde ich gleich mal den Teller herausgeben. Und ihr dürft jetzt gleich als Jury bewerten, ob es denn schmeckt oder nicht. Dann gebe ich gleich noch einen zweiten Teller hierher. So. Du stehst gerade so günstig. Und euch gebe ich natürlich auch noch einen. So. Bitte schön. Jetzt brauchen wir gleich Daumen nach oben oder nach unten. Hinter euch ist noch. Um bewerten zu können, ob Ralf sich diese Aufgabe erfolgreich gestellt hat oder nicht. Nein, leider nicht. Denn Ralf hat die Aufgabe, nur 3 fertige Teller zu machen. Nur 3 fertige Teller. Und ihr müsst jetzt bewerten, ob das denn schmeckt und mundet oder nicht. Habt ihr nochmal eine zweite Gabel für die junge Dame hier? Eine zweite Gabel. Eine zweite Gabel, jawohl. Die kommt. Und wir müssen scheitern für ein gutes Ergebnis. So, und in diesem Fall, bitte gerne genießen. Ihr dürft schon zugreifen. Hier, einmal Lachspizza und Bananenmus. Oder wie stellst du das ganze Rezept vor? Also das ist eine Lachspizza mit Paprika und einem Bananen Knoblauch Brunnenkresse Chutney. Tatsächlich ist da Knoblauch mit drin in der Banane? Gerösteter Knoblauch habe ich drin. Wow, okay. Die Pizza schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay. Und wie steht es um das Knoblauch-Bananenmus? Das hatte ich eben sonst mega überraschend, weil es halt komplett anders ist, als ich Banane gewohnt wäre. Das schmeckt total geil. Es ist einfach süß, salzig, ein bisschen Knoblauch. Es schmeckt geil. Da habe ich Banane nie gegessen. Darf ich das jetzt als Daumen nach oben oder nach unten werten? Das ist jetzt erstmal Daumen nach oben. Absolut nach oben, klar. Ja, unbedingt. Echt? Super, cool, vielen herzlichen Dank. Hier ganz kurz Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Ihr dürft gern ehrlich sein. Daumen nach oben. Okay, Ralf.
So, und jetzt aber eigentlich die noch viel wichtigere Bewertung hier von euch zwei. Ja, super lecker. Ich bin begeistert von dem Bananen-Knoblauch. Ja? Was sagt man? Mousse? Kreation? Kreation de Ralf. Mein Gott. Liebe Anna, kannst du auch noch... Hast du schon probiert? Ja, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Wirklich. Tatsächlich alles mit allem schmeckt gut. Lieber Ralf, ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Aufgabe. Nochmal einen kurzen Applaus von uns an dich. Du hast es mal wieder geschafft. Und das selbst in einer ungewohnten Umgebung, in der du jetzt nicht schon wochenlang trainieren konntest. Ja, einfach. Ja, die anderen Rezepte kann ich auch nicht trainieren, weil ich auch nicht weiß, was kommt. Ja, aber da weißt du zumindest, wo die Töpfe stehen, wo halt das ganze Zeug ganz schnell verfügbar ist. Stimmt. Kehrt da immer ein bisschen ein Glück dazu. Und also wenn dann der Tischgrill da ist, das hat natürlich jetzt ganz gut reinpasst, dass da die Pizza drauf passt. Wer hätte jetzt halt in der Pfanne anders gewesen? Die Pfanne hätte erst anheizen müssen, das war schon heiß. Also, wenn es schnell gehen muss, Philips Tischgrill. Ne? Haben wir gelernt. Richtig. Alles klar. Genau. Sehr cool. Vielen Dank, Ralf, perfekt, für die merci. Tolle Leistung. Ich glaube, ich hole mal ein Bier. So, ich hole mir ganz kurz meine Moderationskarten wieder und dann werde ich euch ganz schnell meine schnelle Nummer präsentieren. Sabrinas schnelle Nummer. Und heute habe ich für euch mitgebracht einen Bananentassenkuchen aus der Mikrowelle. Und wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze sogar noch einigermaßen gesund werden kann, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr ihn schon angeschnitten, den Bananentassenkuchen. Er bleibt auch in der Tasse, da schmeckt er am besten noch so lauwarm. Und dazu werde ich ein bisschen Mehl, Kokosblütenzucker, den ich als Sirup gekauft habe, Backpulver und Weinsteinbackpulver. Ihr seht die Angaben auch rechts immer eingeblendet, etwas Salz vermengen und das Ganze zu einem kleinen Teig verrühren. Da braucht ihr nicht mal ein Handrührgerät dazu. Dann noch ein Ei mit hinzugeben, dann wird das Ganze flüssiger. Ein Esslöffel Milch, ein Esslöffel Kokosöl und noch ein bisschen Vanilleextrakt für den Geschmack. Und dann braucht ihr im Grunde nur noch die reife Banane. Logisch, ist ja ein Bananentassenkuchen. So, und mit dieser Banane geht ihr jetzt zurück zu eurer Teigmasse, wenn ihr sie natürlich zerdrückt habt. Ganz wichtig. Ja, Ralf, aufpassen. Und dann kannst du diese Masse jetzt in ein mikrowellenbeständiges Tassengefäß geben. Tassengefäß. Und dann in ungefähr 3 Minuten bei 900 Watt einen Bananentassenkuchen zaubern. Und der ist echt richtig lecker. Also läuft für die Grundzutaten, was drin sein kann, der gar nicht schlecht schmecken. Der kann nicht schlecht schmecken und noch dazu ist er auch noch nicht mal so ungesund. Also wenn es euch nach etwas Süßem gelüstet, nicht die Hand zu irgendwelchen Schokoriegeln, nee, sondern... Ja, das Ding ist echt der Hammer. Also das ist ja, wenn du eine Tasse isst, mit dem Material, was du alles drin hast, da bist du satt. Da bist du satt, da bist du richtig glücklich, kannst vielleicht sogar noch mit irgendjemandem auf der Couch teilen und dir nebenbei irgendwie, ja, das Glücklichsein oder den Kuchen? Beides. Ah. Man muss Glück immer teilen. Glück Man muss das Glücklichsein immer teilen. Dann wird es nämlich doppelt, Habe ich gelernt so im Leben. Okay, ja, das stimmt, da hast du recht. Glück, wenn man es teilt, wird sich verdoppeln, liebe Leute. Ich würde dir ganz gern jetzt zeigen, wie man mir den wilden Brokkoli da reingeben. Oh ja, da freue ich mich schon. Ich liebe wilden Brokkoli, der ist so gut. Wo kriegt man den eigentlich her, lieber Ralf? Beim Keltenhof. Gibst du so den kannst du beim Gemüsehändler deines Vertrauens sagst, du möchtest einen wilden Brokkoli vom Keltenhof. Und dann soll der, dann holt er dir den. Dann soll sie dir schlau machen, wo es denn gibt und gut ist. Oder pflückt den notfalls selbst. Ja, da musst du schon weit fahren. Wo gibt's denn den, in welchem Land? Der wird in Leinfelden Echterdingen wird der angebaut. Sehr gut, okay. Also, es kommt in unsere Heißluftfritteuse mit nur ein wenig Olivenöl, habe ich gelernt. Du, das war wirklich nur zwecks dem Geschmack, weil ich das halt schön finde, wenn ich ein bisschen Öl dabei habe, dass das, ich fahre mit dem Finger rein und schleck ab. Mach ich. Oh. Verstehst? Fein. Und jetzt stell dir mal das vor. Rezept merken, Leute. koch-mit.de. Rezept und, hier. Ja, und stell dir das vor, jetzt ohne Öl. Dann ist es zwar gut, aber es fehlt halt einfach was. Ja, Olivenöl ist ja auch sogar in Maßen gesund. Es geht Richtig. Ja nicht darum, hier euch irgendwelche komischen Fette unterjubeln zu wollen, sondern wirklich gutes Olivenöl, das eurer Gesundheit sogar noch richtig gut tun kann. Ja, und in 13 Minuten haben wir fertig. Dann können wir raus tun, dann können wir anrichten. Und dann passt es. Und dann wird er sogar noch
einfach richtig leicht knusprig, oder? Der wird richtig knusprig, weil Kohl, der geröstet ist, das macht richtig Spaß. Also den muss man gar nicht kochen, den kann man auch roh essen. Also wenn es interessiert, einfach vorbeikommen, wir haben auch noch eine Packung da. Einfach probieren. Der ist halt wie ein knackiger Salat. Mm. Und Kohl, wenn geröstet ist, ist er so viel, viel geiler wie gekocht. Und nicht nur tatsächlich Brokkoli-Kohl, sondern richtigen Kohl, jetzt zum Beispiel Grünkohl. Ja, was genauso. Grünkohl-Chips, das liebe ich. Grünkohl-Chips ist geil. Das ist super, das macht richtig Spaß. Und im Ofen müssen die immer eine halbe Stunde und dann dauert das und dann, dann muss man den vorheizen und so weiter. Nee. Aber hier in unserem Airfryer geht das natürlich sehr viel schneller und knackiger. Du kannst Grünkohl-Chips machen, du kannst Blaugrau-Chips machen, funktioniert alles. Und was kann man sonst noch, kann man damit backen? Du kannst, es ist wie ein Orakel, du kannst um deine Fußballergebnisse fragen. Ja? Hätte ich das machen sollen vorher? Wenn ich mal das Ergebnis so anschaue, hätte ich vielleicht vorher fragen sollen. Was hättest du denn getippt, lieber? Das sage ich da nicht. Na, jetzt sag doch mal. Ich habe da damals schon gesagt, dass dass Mexiko das Auftaktspiel gewinnt. Ja, aber wie kann ich denn in der ersten Tipprunde beim Mediamarkt live vor allen Deutschen sagen, übrigens, Mexiko wird gewinnen, dann bin ich doch gleich unten durch. Ja, also du kannst dir aussuchen, entweder ein bisschen einen Shitstorm oder Chili essen. Ja. Das wo kommt wir mit dem ja Thema noch werden. Nee, das machen wir gegen Ende der Sendung, weil sonst kann ich ja nicht mehr sprechen. Wir sind doch fast fertig. Wir haben jetzt die Rice Cracker. Es kommt wir noch ein drittes unseren Rezept. Genau, wir kommen jetzt zum dritten Rezept, lieber Ralf. Wo ich ist unser drittes nur Rezept? Mi. So, du kannst mir gerne vorstellen, was denn in unseren Shake reinkommt. Ja, also mit dem ProBlend 6 machen wir jetzt halt einen schönen, frischen Shake mit Zitronenverbene. Was ist das? Zitronenverbene. Das riecht wirklich wie Zitrone, ist der Wahnsinn. Ja. Irre. Sehr fein. Keine Arme, keine Kekse. So. Wo, und geil, wo kriegt oder man das? Kriegt und man das im Supermarkt? Nein. Also die kommt jetzt schon mal rein. Ja, du hast hinten noch ein bisschen was in der Box drin für einen Gin Tonic. Ja? Nicht so, über Alkohol, das kommt nach der Show. Wo kriegt man das, Ralf? Zitronenverbene kann man entweder bei Marco im Garten ernten oder bei mir im Garten oder beim Hannes alles auf dem klar Balkon. Marco, wir kommen vorbei. Nee, Schmann. Danke also für jetzt, die Rose. Jetzt ist Zeit für Zitronenverbene. Kriegst du bei jedem Gemüsehändler deines Vertrauens. Okay, das ist schon mal notiert. Was richtig kommt sonst noch rein? Wir brauchen Bananen rein. Wie viele? Zwei Stück reichen erstmal. Zwei Stück reichen, okay. Die kommen im Ganzen, können wir so reinschmeißen. Dann mit Schale bitte. Nicht. Dann bitte brauchen wir nochmal zwei Eiweiß. Ja. Also ohne das Eigelb? Ohne das Eigelb. Was kommt denn in deinen Lieblingsshake? Kefir auch. Ja, tatsächlich. Basilikum, Gurke, Limette, Ingwer. Oh, der ist aber frisch. Ja. Der ist richtig frisch. Der weckt auf wahrscheinlich am Morgen, oder? Very fresh, ja. Dein Lieblingscheck? Ich mag gern Beeren drin. Ja. Also eher der süße Typ. Ja. Und alles pink, wenn es pink ist. Verstehe ich gut. So, zur Bindung holen wir uns ein kleines bisschen Chiasamen dazu. Die werden nämlich immer so schön schleimig, ne? Ja, also es ist einfach ein schönes Bindemittel und ist auch noch gesund. Ja. Und also die Verdauung an, habe ich mehr wie zwei Teelöffel brauchen wir da nicht. Gut, dann brauchen wir ein bisschen King of Salt Tonkabohne. Für den Geschmack? Für den Geschmack. Und weil ich mag es ganz so süß, mag es nicht. Ich mag das eher, wenn das ein bisschen salzig ist. Ja. So. Ist nicht so der süße Typ, der Ralf. Sorry, ich bin hier so ein Kommentator. Ja, ist schon recht. Du musst ja heute noch eine Challenge bestehen. So, bevor du anstellst, ganz kurz. Liebe Leute, wenn ihr uns jetzt ganz viele Herzchen schenkt, während dieses Teil so richtig durchdreht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann haue ich dieses Teil, diesen Hochleistungsstandmixer sofort an euch raus, mit einer Gewinnspielfrage. Jetzt ganz viele Herzchen, ganz viele Herzchen. Also, dann gibt's Gas. So, dann schalten wir an. Ja, so Gas geben wie der Mixer. Nee, Schmann, wir machen das anders, der hat ja eine Smoothie-Funktion. Ach, der hat eine Smoothie-Funktion, ja klar. Ja, da ist Power, ne? Lieber Ralf, wie viele Umdrehungen hat er? 42. 42.000. 35.000. Das ist ja ein Marathonmixer. Ja. 40 Kilometer. Ja. Der kann wirklich einiges in kürzester Zeit und hat tatsächlich verschiedene Funktionen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Hier gibt es eine Smoothie-Funktion. Hier, wenn du da drauf drückst, dann macht er das automatisch. Es gibt eine Crushed-Eis-Funktion und eine generelle Power-Funktion, wo du einfach alles richtig schön klein und fein
bekommst. So, Brunnenkresse. Bereit, mach weiter. Ich sag mal ganz kurz die Christina, wie es mit den Herzchen aussieht. Nur wenn ihr ihr das ein bisschen wie aufräumen aus. Jetzt sofort den Standmixer, liebe Christina. Sei ja, ehrlich. Da trudeln die ersten Herzchen jetzt ein. Aber es können noch ein paar mehr sein. Es können noch mehr sein? Ja. Dann gibt es jetzt nicht sofort den Standmixer, Leute. Ich bin da flexibel. Dann wird jetzt kein Gewinner sofort gekürt und bekommt sofort von uns nach Hause geschickt einen Standmixer von Philips. Leute. Lieber Ralf, ja. Hast du mal ganz kurz dein Handy da für mich? Ich weiß, du bist auch ausgestattet. Meins liegt irgendwo in der Regie. So, was brauchst? Ich brauche einen Timer. Für eine Minute. Timer, eine Minute. Aber nur, liebe Leute, diese eine Minute läuft nur, wenn ihr mir jetzt noch ganz viele Herzchen schickt. Und dann werde ich mit folgender Frage mich an euch wenden und ihr könnt die Samsung Staubsaugroboter in dreifacher Ausführung gewinnen. Also einen ich weiß von nicht, drei. Ich möchte powered probieren. By Samsung. Und ich würde sagen, die Frage ist, was darf in eurem Lieblingssmoothie auf gar keinen Fall fehlen? Was darf bei dir auf gar keinen Fall fehlen, Ralf? Was ist so die Grundzutat? Sag jetzt nicht King of Salt. Doch, King of Salt und Olivenöl. King of Salt und Olivenöl bei eurem Lieblingssmoothie. Bei dir waren es Beeren und was ist deine absolute Favoritenzutat? Ingwer. Ingwer, okay. Darf bei euch nicht fehlen. Lieber Hannes, was darf bei dir nicht fehlen? Ja? Ich mag es gern, wenn ein Avocado oder sowas drin ist, ja, das schön cremig Sekunde, wird. Sekunde nur, dass Weißbier. Man nicht hört. Ja, Weißbier, na, Avocado bitte. Avocado bitte, ja. Wir haben eingeloggt. Jawohl. So. Liebe Christina, ich nehme noch mal ganz kurz Avocado. An dich die Frage, gibt es denn genug Herzchen? Ja. Ja, ja. Kannst unsere du das Community, mit Überzeugung sagen? Ja, wirklich? Kann ich. Die Community hat aufgeholt und ganz besonders eifrig war die Sonja Schneider. Sonja Schneider, okay. Und dann jetzt auch ganz, genau. Ganz eifrig mitmachen bei unserer Gewinnspielfrage, was darf in eurem Lieblingssmoothie nicht fehlen? Und dabei könnt ihr jetzt sofort unseren Handstandmix, nicht Handstand, um Gottes Willen, den Standmixer, den Hochleistungsstandmixer von Philips abräumen. Und ich werde jetzt die Zeit laufen lassen, indem man hier auf... Ja, ja. So, die Zeit läuft. Eine Minute habt ihr Zeit, die Frage zu beantworten, was darf Lisa? In eurem Smoothie auf gar keinen Fall fehlen. Was ist eure Lieblingszutat? Eine Minute. Jetzt nur noch 45 Sekunden. Jetzt Gas geben und ihr könnt dieses Teil tatsächlich gleich abräumen. Wo ist es denn? Ralf? Bitteschön. Du nimmst es aber nicht gleich mit nach Hause, ne? Bitteschön. Dankeschön. Steiner, geht das so? Nee. Magst du mir vielleicht mein Handy geben? Ja. Danke, ich habe so viele Geräte in der Hand. Und jetzt noch voten. Ihr habt 32 Sekunden. Ab jetzt. Und ja. Ja. Aber nee, wisst ihr, was noch ganz cool ist? Das möchte ich euch noch kurz zeigen. An den glücklichen Gewinner jetzt gleich. Hier. Es gibt gratis dazu zwei Trinkgefäße, die ihr für unterwegs einpacken könnt und euren Smoothie quasi gleich mitnehmen könnt und loslaufen könnt, zum Beispiel Marathon. Oder? Ja, absolut. Wann stünde denn bei dir? Wann stünde denn bei dir der nächste Marathon an? Du musst dich ja jetzt nicht zwangsläufig noch weiter erholen, aber du musst natürlich jetzt gucken. Zeit ist vorbei und wir werden gleich den Gewinner küren, aber du beantwortest mir noch kurz die Frage. Ja. Im Herbst. Im Herbst. Genau. Das heißt, da habe ich noch viel Zeit, viel Energiesmoothies zu trinken und zu trainieren, genau, um dann im Herbst Vollgas geben zu können. Mit ganz vielen Bären. Jawohl. Ganz, ganz viele Bären sollen dich gesund machen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Bär. Bei dir steht auch der nächste Marathon gemeinsam wieder mit der Schwester an oder davor noch eine andere Challenge? Ich werde auf jeden Fall mit Anna beim Marathon sein, aber ob wir zusammenlaufen werden... Bist du noch nicht. Genau. Muss so. Ja auch jetzt nicht. Jetzt geben wir mal einen Gewinner bekannt, oder? Ja, lieber Ralf. Christina? Wie schaut's aus? Wer hat unseren Hochleistungsstandmixer, nicht den Handstandmixer, sondern den Hochleistungsstandmixer von Philips abgeräumt? Also, ich war spannend. Viele sagen auch, dass Banane unbedingt rein muss, aber die Anna Göbel möchte auf jeden Fall Mango in ihrem Smoothie haben und hat natürlich den Mixer jetzt gewonnen. Anna Söbel, herzlichen Glückwunsch von uns allen. Göbel, Entschuldigung. Anna Göbel, ja. Ich habe ihre Schrift gerade falsch gedeutet. Anna Göbel hat den Standmixer von Philips gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns ganz arg mit dir. Ja, schaut gut aus, oder? Wir hoffen, dass du weiter so fleißig teilnimmst und uns Herzchen schickst und fleißig kommentierst. Denn wir haben natürlich noch mehrere Gewinne. Und nicht vergessen, liebe Leute, wir haben noch unser WM-Tippspiel, in dem ihr gegen mich tippen könnt. Ich habe 3-1 gegen Südkorea getippt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mit meinem Laienwissen einfach mal geschätzt.
Hätte aber gedacht, dass sie dann gleich sicher in der nächsten Runde sind, werden sie auf jeden Fall zwei Abstand haben, ne? Zwei Tore. Deswegen habe ich mir das so zusammengereimt. Aber ob das stimmt, könnt ihr selbst einschätzen bei unserem Tippspiel auf www.koch-mit.de/tippspiel. Und da selbst noch Preise abräumen. Lieber Ralf, wie sieht es denn eigentlich aus mit unseren Rezepten? Sind wir soweit fertig? Wir sind mal komplett durch. Mir richten wir jetzt an. Und ich bin der Meinung, Hannes, oder? Also wie lange möchtest du denn jetzt noch drucken? Ja, ich weiß auch nicht, was Phase ist, aber... Okay, damit werde die Sendung auf jeden Fall jetzt beendet. Nee. So. Was streichelst du die denn noch? Ja. Er mag Chilis gern. Ich mag Chilis gern, ja. Ja, aber hast du... Okay, bevor jetzt irgendwas gemacht wird, hast du diese Chilis selbst schon mal so in roher Form gegessen? Ja. Und du natürlich lebst noch? Natürlich. Ja? Selbstverständlich. Ich bin ja der thailändischen Küche mächtig und da heißt es immer Somtam mit 2 Chilis für kleine Kinder und Somtam mit 10 Chilis ist für Erwachsene. 10 Chilis in einem Gericht? Ja. Ja. Wäre der Smoothie wäre wahrscheinlich gut zum Nachdenken, ja? Ja, wahrscheinlich, nur mit dem Kekse. Zum Neutralisieren. Ich hole mir mal meinen Smoothie. Ein großes Glas. Was gibt es denn sonst noch an Notfalllösungen, falls ich jetzt hier irgendwie sabbernd umfall oder sowas und keine Luft mehr bekomme? Marshmallows! Ja. Soll ich hier mal? Okay. Sink nicht rum, sagt er. Ja, so, Marshmallows. Können wir die schon mal aufmachen? Ich hab wirklich, Leute, ich mag ja gern schwürzig. Ich mag schwürzig. Was ist denn schwürzig? Ja. Schwürzig, wenn man schwitzt. Okay. So. Leute, ich stelle mich meiner Strafe und Aufgabe, muss ich die Gans essen? Ja, klar. Ja. Das ist meine. So. Vielleicht kann man die auch auf dem Wettkampfsport, ich merke schon. Vielleicht kann man die auch einmal runterschlucken, wenn man sie nicht kaut. Nee, würde ich da nicht empfehlen. Nee. Die Schmarrnschleimer. Also, dann wollen wir aber am nächsten Tag auch live dabei sein. Okay, ich werde mich meiner Strafe stellen und jetzt diese ganze Chili verspeisen und dann kein Wort mehr sprechen. Das doch, hat sich der Ralf immer gewünscht. Ja, bleib cool, das ist gut. Das geht, oder? Ist gar nicht scharf, ne? gut kauen. Du darfst anfangen, Erik. Geht. Der Marshmallow, es geht. Boah, die Augen fangen an zu drehen. Man darf ein bisschen. Oh, ich leide voll mit. Mir kommen auch gleich die Tränen. Was? Nein, ist alles gut. Also die Luft bleibt kurz. Die Luft bleibt kurz weg. Ja, aber es ist gut. Okay? So. Aber dann halt mal die Keule fest. Hallo, kann ich auch mal einen Applaus haben, Leute? Ich ja, hab genau, den ganzen Chili gegessen. Also bitte, genau. Du isst die zum aber Snacken. Ich würde ganz einfach sagen, wir gehen jetzt rüber zum Handshop, oder? Wo sind die Marshmallows? Da sind die Marshmallows. Kommt ihr mit zum Handshop? Ja. So. Also, schauen wir mal rüber. Vorsichtig bitte. Vorsicht. Entschuldigung. So. Da, du hast eh noch Hunger. Bitteschön. So, legt ihr bitte die Hände auf. Ein Handshop machen heute nicht einmal, mach nicht ich. Wo ist der Schwester? Will sie nicht? Ah, da ist sie. Ein Handshop macht heute der Marco. Guten Tag. Heute gibt's einen Handshop mit Happy End von Marco.geiling. G.eiling. So, wer hat noch Lust auf einen Handshop? Komm ran. Einfach die Hand herlegen. Tut nicht weh. Ja, macht nichts. Geht's, Sabrina? In Berlin sind sie alle ein bisschen Brüder. So, auf geht's. Marco, was machst du drauf? Heute haben wir marinierten Thunfisch mit Avocado-Creme, Duett von der Mango und ja, das war's. Okay. Soweit. Was hast du heute drauf, du? King of Salt? Doch, was? Am Anfang war King of Salt, mit dem haben wir desinfiziert. Genau. Jetzt war Avocado-Creme, dann kommt der marinierte Tuna, wenn er nicht am Boden liegt. So, bitteschön. Dann haben wir Mangoperlen. Und getrocknete Mango als crunchigen Nebeneffekt. Ja, sehr geil. So,
Vielen Dank. Einmal lecken und wohlfühlen. Also so schaut der Handjob dann aus. Jeder seine eigene Zum Wohl. Hand, oder? Zum Wohl. Jeder seine eigene Hand. Sweeney, was ist denn los? Nimmst du der Kochschein schon wieder so voll? Sabrina, was ist los? Geht's? Geht's wieder? Sag mal, Pap. Sag mal, Pap. Geht's wieder? Die sind so gemein. Nee, sind wir gar nicht. Du hast es ganz tapfer. Die lachen mich alle aus. Du hast es, nee, du hast es ganz tapfer Tempo und super gemacht. Für die Tränen. Nee, die weint doch gar nicht. Nee, die weint nicht. Nee, alles gut. Jetzt riecht mal an. Nimmst du die Hand, Kolli, wieder? Ja, vielen herzlichen Dank. Ich versuche. So, dann schauen wir, dass wir anrichten, ich, oder? Genau, ich versuche jetzt mal die nächste Show anzukündigen, liebe Leute. Die findet am 9.7. ganz gewohnt in München statt. Wir sind wieder live für euch in 2 Wochen mit der Distillers Show, lieber Ralf. Wo richtig, ist er denn? Richtig, da, da richtig. Gib deinem Leben einen Gin. Geiles Motto. Wer hat sich das denn ausgedacht? Gib deinem Leben einen Gin. Bestimmt der Dennis. Sehr cool. Und was machen wir da so? Gin-Rezepte. Wir machen Rezepte mit Gin. Wir werden einen Straubing Mule machen, oder Hannes? Ja. Und wir machen dann noch dazu, zum Straubing Mule machen wir so einen crunchy Schwarzwälder Schinken mit Bauernbrot und Gin-Butter. Und dann ist das eigentlich ganz lecker und gut ist. Klingt aus dem Schwarzwalder? Der kommt von der Schwarzwaldbrigade. Ah. Habt ihr da gute Destillerien oder wie? Ja, sehr. Also der Monkey kommt. Erzählt man cool. sich. Ja. Ja. Aber da habt ihr natürlich keine Erfahrung. Also, wie wüsstet ihr das auch? Hier, ne? Okay, langsam geht die Schärfe wieder und falls ihr mich wieder leiden sehen wollt das nächste Mal, falls ich nicht richtig liege mit meinem 3-1, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein in der nächsten Show, denn es wird wieder lustig, wenn ich die Rezepte tanzen muss. Da wird es zumindest nicht so scharf, würde ich sagen. Doch, so, es wird heiß. Es ist ganz besonders heiß, nicht? Zeigt doch mal eure Kreationen. Ich möchte noch mal ganz kurz die Gerichte zusammenfassen. So, jetzt haben wir den ersten Teller fertig. Es kommt noch ein bisschen Olivenöl drüber und für die Gäste machen wir dann natürlich auch nur gleich mehrere Teller fertig, dass die auch probieren können. Was haben wir hier? Gebeizten Lachs auf der Reis? Der blitzgebeizte Lachs auf die Reiscracker mit dem Joghurt, mit Curry, den gerösteten wilden Brokkoli dazu. Und aus dem Airfryer, wo er ganz besonders knusprig wird. Richtig, und dann haben wir ein bisschen eine Brunnenkresse dazu. Da bedanken wir uns auch an geeigneter Stelle bei Philipp. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir freuen uns ganz besonders. Wir hatten viel Spaß heute in Berlin mit den Geräten. Und wir hoffen, auch ihr habt viel Spaß mit den Geräten. Vor allem die Gewinner, die morgen bekannt gegeben werden, beziehungsweise benachrichtigt werden. Und dann an der Stelle würde ich mich auch ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder da wart. Ja, immer gerne. Baldige Wiederfortsetzung des Ganzen. Ja, unbedingt. Und vor allem ohne Verletzung dieses Mal. Ne? Auch richtig. Du hier. Ne? Nicht abwechseln. Alles gemeinsam, aber nicht diesmal. Und damit würde ich sagen, lieber Hannes, lieber Ralf, auch euch danke. Liebe Christina, haben uns gefreut, dass ihr wieder zahlreich mit dabei wart und freuen uns auf die nächste Show. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Tschüss. Tschüss. Brokkoli? Magst du mal den Brokkoli rübergehen? Das ist sehr lieb.